Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Spaßvideo. Wir stehen diesmal hier in meiner Spielzeugecke und diesmal habe ich mir von Joy's Way das MedFlow V3 geholt. Hier, das halte ich mal ein bisschen höher. Da unten sieht man ja auch angegeben 55 km/h. Soll es haben, hoffen wir mal. Ich habe es schon aus der Verpackung rausgenommen, dann sparen wir uns da mal eine ganze Minute. Und dann zeige ich euch mal, was überhaupt alles in den Karton bei war. Und dann fangen wir erstmal an mit der hübschen Bedienungsanleitung. Die ist natürlich in Englisch, ist ja klar. Und die ist für drei Boote, das ist so eine 3-in-1-Anleitung. Und zwar für das Rocket V2, für den Monster-Katamaran und für den MedFlow. Die haben hier so gleich ein paar Annahmen gemacht über die ganze Länge, was die Boote haben. Alle stehen hier mit 55 km/h. Alle Boote sollen auch den gleichen Servo haben. Was steht noch? Alle sollen die gleiche Fernbedienung haben. 2,4 GHz. Denn alle Boote benötigen Akku von 2200 mA mit 11,1 Volt. Steht zumindest hier. Dann haben wir drauf. Das Einzige, was sich das so ein bisschen unterscheidet von den Booten, ist das ein Zubehör, was damit bei ist. Bei das Rocket V2, das ist zum Beispiel so wie der Black Rocket. Da gibt es noch ein Tesafilmband, Wasser geprüft, was man nochmal ringsrum um den Deckel kleben muss, damit da kein Wasser rinkommt. Das ist bei den MedFlow V3 nicht nötig. Und dann zeige ich euch mal, was da noch bei war. Und zwar, da haben wir dann noch ein schönes Tütchen gekriegt. In der Tütchen war natürlich noch ein Luftballon und ein Kabelbinder mit drin für den Sender, damit man den Sender drin stoppt, mit Kabelbinder festmacht. Das habe ich schon gemacht, weil ich wollte sehen, wie fummelig das ist, aber ging eigentlich. Dann haben wir dazu noch ein Ersatzruder gekriegt, also hier Propeller, sag ich mal, nicht Ruder, Propeller. Zwei Sechskantschlüssel, die habe ich noch dazu und dann so ein XT60 Adapter. Für jemand, der andere Akkus oder Ladegerät hat zum Aufladen, weil Ladegerät und Akkus sind ja diesmal nicht bei. Das ist ja diesmal ohne gewesen. Und dann haben wir hier schon mal die Funke. Die war bei. Das ist 2,4 GHz. Das sieht irgendwie standardmäßig aus wie vom das andere Boot, was ich hier habe. Und vom Speedy Mania genauso. Nur hier ein paar andere Aufkleber sind hier an der Seite drauf. Und wie immer hier mit das Schaumgummipolster, was ich ja gut finde. Also das liegt richtig toll in der Hand. Zeige euch nochmal so. Und von den Knöpfen, von den Knöpfen. Das sieht irgendwie alles gleich aus. Und wie gesagt, wunderbar. Dann kommen wir zum Boot selber. Das ist ja diesmal, wie gesagt, das sieht schon mal ja nicht mal so schlecht aus. Das ist auch diesmal nicht mit einem Hebel zum Aufmachen. Der hat diesmal 4, links und rechts. Die drückt man dann hier so raus. Und dann hat er hier vorne noch nochmal so eine kleine Halterung oder Einrastfunktion, damit der Deckel wirklich richtig drauf ist und dann kein Wasser hinkommt, wenn er mal auf dem Kopf liegt. Und dann nehmen wir das mal ab. Also wie gesagt, alle Hebel links und rechts ausdrücken. Haben wir 4 Stück davon. Ne, da hängt es noch. Ein bisschen nach vorne. Plupp, und dann geht er ab. So, dann packen wir den mal hier hin. Dazu haben wir ja dann auch noch ganz vergessen. Bootständer kriegt wie immer 5-teilig, reine Plastik, einfach zusammenstöpseln, fertig. So, dann zeige ich euch mal das Innenleben vom Boot selber. So, halt mal ein bisschen so hin. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Hier oben sehen wir ja schon den roten Luftballon. Da ist der Sender drin. Da kann man, ja, hier oben so, da in der Ecke kann man sehen, dass noch der Kabelbinder dazu. Halt mal ein bisschen näher. Dann nochmal zuziehen. Und fertig ist das Ding und dann hoffen wir, dass der Sender kein Wasser abkriegt. Hier unten kommt der Akku, der kommt so dann quer drin und passt wirklich genau von Kante zu Kante. Ich habe hier von meinem anderen Boot noch einen und da hält er genau so drin. Also viel Platz für einen größeren Akku ist da nicht mehr. Dann wird es dann schon ziemlich eng, dass man das irgendwie reinkriegt, weil man darf das auch nicht so weit irgendwie hier rindrücken. Dann haben wir ja nämlich das Problem,
Also in der Seite ist sowieso kein Platz mehr zum Rindrücken, da wo das Loch ist. Die ganze Kammer füllt sich ja mit Wasser. Und wenn wir den zur anderen Seite drücken würden, würde das Gewicht ja so liegen. Also das heißt, die Kammer könnte sich ja ein bisschen schwer mit Wasser füllen. Das braucht die ja extra, weil wenn der mal so auf dem Kopf liegt, dann füllt die Kammer sich ja hier mit Wasser. Die geht wirklich hier komplett durch. Also ich kann jetzt hier, ja genau, ich kann jetzt hier genau bis vorne bis zum Loch hinkicken. Und hier kann ich ja, wie gesagt, hier meinen ganzen Finger drin stecken. So, mal, könnt ihr so ein bisschen sehen. Und da muss man mal bei diesem Boot diesmal, da muss man ein bisschen nachhelfen. Da muss man ein bisschen mit der Fernbedienung, also wenn das Boot so, wenn man dann sieht, also die, so, wenn das jetzt so ist, dann die linke Seite sich dann umdreht mit Wasser. Und dann muss man ein bisschen Gas geben, links, rechts, damit er dann irgendwie so ein bisschen das Wasser trifft und dann schießt er sozusagen wieder raus. Bei einigen Booten ist ja so wie bei den Speedy Mania, das hat er ja komplett alleine gemacht und das fand ich richtig toll. Also da musste man ja nichts mehr irgendwie nachhelfen mit der Fernbedienung, was ich ja besonders toll finde. Und dann habe ich auch diesmal das gute Stück gelassen. Das ist irgendwo hingelegt, jetzt finde ich es nicht mehr. Doch, hier. Diesmal habe ich mir ja auch mein Speedometer, den werde ich auch diesmal mitnehmen. Den kann ich ja hier so wunderbar reinklemmen. Da habe ich ja auf jeden Fall noch Platz. So, machen wir mal so. Ein Deckel, der ist ja schön groß diesmal. Da kann ich mir den hier so wunderbar reinkleben. Und dann schauen wir mal, ob der auch wirklich auf die sogenannten 55 km/h kommt, wie auf der Verpackung angegeben ist, was ich mir eigentlich dann auch hoffe. Ich sag mal, bleibt dran, dann seid ihr dann dabei, wie ich das dann im Wasser teste und vor allem den Wässern auch auf den Kopf legen, um zu sehen, wie er das macht. Und dann sag ich mal, dann sehen wir uns beim Außenvideo wieder und ich freue mich schon. Bleibt dran. Bis gleich. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Dann packen wir das Boot mal am besten gleich hier vorne drin. Hoffe, das kann man sehen. Sehen, wie lange der braucht, aber der kommt ja von ganz alleine. Oh, der liegt gut im Wasser. Da muss ich nicht viel einstellen. Fährt eine gerade Linie. Können wir noch mal ein bisschen vom Nahen sehen. Muss ich gleich mal schauen, ob ich mein Speedometer bei habe. Dann können wir ja mal einen Speedtest machen.
Boah, sieht aber richtig gut aus. Na, wie man sieht, dreht sich ganz alleine um. Na, noch ein bisschen. Jetzt kommt er gleich. Vorne hebt er sich. So, da sind wir wieder zurück vom Spaßbaden und da machen wir noch mal ein kurzes Fazit. Ja, Funke normal wie alle anderen auch, also wie gesagt mit dem Schaumgriff hier super wunderbar. Dann kommen wir zum Boot selber noch. Ihr habt da ja gesehen, da hat er noch so ein bisschen so Panik gekriegt gehabt, weil ich dann dachte, wo das auf den Kopf gelegen hat. Oh Mensch, das Ding driftet jetzt hier irgendwie ab oder säuft mir irgendwie ganz ab. Nee, war nicht gewesen. Die Kammer, die hier ist, da ist hier so, wie gesagt, so ein kleines Loch. Und da braucht eine ganze Weile, bis sich das mit Wasser füllt und dann dreht er sich wieder ganz alleine um. Man muss halt nur ein bisschen geduldig sein. Ich hatte erst gedacht, oh Mensch, na, jetzt kann ich rinspringen, tauchen oder so. Nee, der braucht halt ein bisschen länger wie bei anderen Booten. Was gibt es noch zu sagen? Ich hatte wenig Wasser drin gehabt, also hier war wirklich extrem wenig. Ups, da sitzt hier zu. Und dann hatte ich ja noch ein paar Mal getestet. Habe den ja mit Absicht dann richtig so auf den Kopf gelegt und ich wollte es sehen. Also wenn man dann so 3, 4 Mal sozusagen so im Wasser liegt, füllt sich hier irgendwie die andere Kammer hier auch noch mit Wasser. Das sollte natürlich nicht passieren, denn wenn beide Kammern mit Wasser gefüllt sind, kann er sich auch wieder nicht umdrehen. Da sollte man dann regelmäßig, also wenn man so dreimal auf den Kopf gelegen hat oder so, mal den Bupsel hier rausziehen und dann einfach mal Wasser ein bisschen ausschütten lassen. Dann hat man auch keine Probleme.
Aber sonst hat er wirklich Schwierigkeiten, sich dann wieder umzudrehen, wenn die andere Kammer auch noch mit Wasser gefüllt ist. Was jetzt noch zu sagen, mit meinem 2200 mAh Akku, den ich mir geholt habe. Also wenn man nicht nur so hin und her peitscht, links, rechts, immer mit Vollspeed, sondern ein paar Kurven, Schleifen, tralala fährt, bin ich so auf gut 10 Minuten gekommen, fand ich jetzt nicht schlecht. Mit meinem Speedometer, war ja irgendwas mit 51 irgendwie gewesen, denn habe ich noch ein bisschen gewartet gehabt, dass nicht allzu viel Wind über dem Wasser war, sondern wirklich so eine stille Ecke. Dann halt nochmal Speed geheben und mein Speedometer hat mir dann, was hat er mir angezeigt, 52,8 kmh. Da bin ich eigentlich schon mal mit zufrieden, weil auf der Verpackung steht drauf 55 kmh. Also sind dann schon mal schöne Werte im Gegensatz zu andere, wo 55 drauf steht und nur 45 bei rauskommt. Fand ich also jetzt ja nicht mal so schlecht. Also es ist wirklich ein absolutes Spaßboot, liegt gut im Wasser und hat man auf jeden Fall Spaß mit dem Ding. Also ich werde damit weiterhin Spaß haben. Mehr gibt es jetzt hier nicht zu sagen zu dem ganzen Video. Das ist jetzt der ganze Abschluss sozusagen. Also von mir kriegt das Boot eine absolute Kaufempfehlung. Dafür von mir selber jetzt mal einen Daumen hoch. Und ja, das war's. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen. Oder abonniert mich, dann seid ihr ja sowieso immer up to date. Und dann sage ich mal, habt viel Spaß mit euren Sachen zu Land, zu Wasser, in der Luft. Ich freue mich immer über andere Videos, sehe die sowieso immer gerne. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.